Wo ist Karte? Okay, das ist der Steg. Dann. Es wäre auch zu einfach, wenn man von dem Stand den Kaktor fotografieren muss. Hier soll einer sein, laut Karte und laut Fotosymbol. Aber ich weiß nicht, wo zur Hölle. Kamera hervorholen. Vielleicht sehen wir den ja irgendwo. Aber hier sehe ich den jetzt ehrlich gesagt mal nicht. Hä? Zeigt euch, ihr Glückskaktoren! Kann ich mit dir reden? Nee. Das soll hier irgendwo sein, aber wo genau? Suchen wir mal die Notiz. Was ist das für ein Quatsch? Das Fotosymbol erscheint hier, also muss der ja hier irgendwo sein. Ich gehe aber mal in den Fotomodus und hoffe, dass ich das Ding irgendwo sehe. Dass das mir angezeigt wird. Nee, das ist kein Kaktor. Dass wenn ich da drüber gehe, dass mir angezeigt wird, dass... Ah, da ist ein Glückskaktor. Dass irgendwas blinkt oder so. Ich habe auch nicht auf den Boden geguckt, oder? Hier soll das sein, aber wo zum Henker hier? Ich denke mal hier irgendwo in dem Stand, aber... Ganz ehrlich, ich sehe hier irgendwo einen Kaktor. Also die sind scheiße klein. Der soll hier irgendwo sein, aber vielleicht hier. Ich will nicht hier unterm Rock gucken. Aber ich will auf unter den Dingens gucken. Oder. Wo zum Henker ist hier so ein Glückskaktor? Vielleicht hier oben? Der soll hier irgendwo sein, aber ich... doch irgendwo? Meine Fresse. Da, wo ist die Karte? Da steht nicht, dass das auf dem Steg ist. Na, ich hab's gefunden. Zur Kamera wechseln. Was ist denn 70%? Also ich muss 70% Foto machen. Also 70% quasi von dem Kaktor zeigen. Und ich habe 100. Ach, ich stelle den Zoom auf 70 ein, okay. Ja, das reicht ja anscheinend. Glückskaktor entdeckt. Wie niedlich. Würde ich gerne mal streicheln. Ei, ei, ei. Ich glaube, ich habe mich da gerade verguckt. Bei was? Bei den Kaktoren? Oder meint der Red 13 oder meint er nee, komplett anders? Ich habe die Karte falsch gelesen. Ich dachte, unten der lange Steg wäre das, wo wir gerade waren. Hier müsste irgendein Kaktor sein und den habe ich sogar in dem Video gesehen, in diesem Tutorial-Video. Nämlich auf dem Schild ist leider der Kaktor. Hat das Tutorial-Video so ein bisschen verraten. Okay, auf 40. So. Foto. Oh, ein Glückskaktor.
Jede weitere Begegnung schweißt uns noch enger zusammen. Okay, weiter geht's. Okay, was sagt die Karte jetzt? Okay, wir gehen mal wieder zurück. Besitzer eines gültigen Tickets können sich zur Lobby begeben. Ich geh mal. Kann ich hier lang? Ja, hier soll auch irgendwo ein Glückskaktor sein, wenn man einfach von dem Steg geradeaus in die Richtung läuft. Hier muss doch irgendwo. Hier soll. Hier soll irgendwo ein Glückskaktor sein, aber wo zum Henker? Lass den Schokobo in Ruhe, Eris. Glaube, ich habe ihn gefunden. Ja. Was? Da oben. Kamera, okay. So, das zählt ja anscheinend. Ich hätte vielleicht ein bisschen weiter weggehen müssen. Nein, mich täuschst du nicht. Das hat nicht gereicht. Ich muss, glaube ich, ein bisschen weiter weg. Da oben. Das hat leider nicht gereicht. Deswegen machen wir noch ein neues Foto. Okay. Na, kleines Glückskaktörchen, sind wir etwas schüchtern? Ein Leben ohne dich ist bereits unvorstellbar geworden. Wir bleiben zusammen, für immer und ewig. Er redet, glaube ich, vom Kaktor oder redet er von Tifa? Okay, dann machen wir nochmal die Karte an. Dann gehen wir hier entlang. Huch. Ist das Materia? Ist es Eis? Das ist Materia-Eis. Okay, dann ein bisschen hier, dann. Wie spaßig, das macht Laune. Hier müsste dann der letzte Glückskaktor sein. Hier irgendwo ist einer. Ich weiß es. Okay. Ich dachte vielleicht Richtung Meer. Okay, hier ist es nicht. Henker ist der Glückskaktor. Ich sehe ihn leider nicht. Und das muss ja hier in der Nähe sein. Vielleicht hier eine Bar oder so. Hier auf dem Schild vielleicht? Nein. Hier drunter? Nein. Ich darf nicht so weit in die Richtung gehen. Wo ist denn der Dude? Der die ganze Zeit irgendwie in dem Glückskaktor verliebt sein scheint. Der weiß doch. Das macht Laune. Der weiß doch ungefähr, wo der ist. Ist das ein Glückskaktor? Der sieht anders aus als die anderen, aber ich versuch's einfach mal. Ich muss so ein bisschen von hier. Mädchen steht ein bisschen im Weg. Reinzoomen. Ich bin zu nah dran. Ich kann nicht mehr reinzoomen. Red? Was zum Henker? Kann ich hier drauf? Oder von hier so? Von hier hinten irgendwie? Nee, da ist die Pflanze im Weg. Wie mache ich ein Foto von dem Ding? Es ist auch hier die Tante im Weg. Danke. Vielleicht einfach ein bisschen weiter hier so stehen. Dann ho-
hoffe ich, dass die Pflanze jetzt nicht im Weg ist. Oder muss ich näher dran? Nee, das war... Ich wollte auch kein Foto schießen. Muss ich näher dran? Irgendwo hier in der Nähe habe ich so einen Glückskaktor gesehen. Aber wo genau war das? Auf dem Stand war nämlich auch so ein Bild von einem Kaktor, aber ich weiß nicht, ob das eben so ein Glückskaktor ist oder... Kann die... mit linken Stick bewegt man die Kamera, ich voll Idiot. Komm, reicht. Eine Fälschung erkenne ich sofort. Was steht da? Nicht mit mir. Das ist kein Glückskaktor. Das ist... Oder vielleicht im Wasser? Weil warum sollten hier die Korallen auf einmal zu sehen sein, wo überall sonst nur einfach blaues Meer ist? Das denke ich auch zu komplizieren und der ist einfach irgendwo einfach zu finden. Irgendwo hier in der Nähe habe ich so einen Glückskaktor gesehen. Warum schuften, wenn man sich auch amüsieren kann? Ja, das ist was anderes auf seinen, auf seiner Kleidung, das war kein Glückskaktor. Wo zum Henker ist dieses Teil? Das macht Laune. Hier irgendwo ist einer. Ich weiß es. Oh, ist das langweilig und scheiße. Wo ist der letzte Kaktor? Ist er hier irgendwo? Der muss ja irgendwie auf der Straße hier sein, weil... Warum schuften, wenn man sich auch amüsieren kann? Aber wo ist dieses Ding? Vielleicht auf dem Hydranten? Okay, das ist anscheinend kein Glückskaktor. Dann versuchen wir den mal hier. Ich denke mal, das wird auch keiner sein. Ich zoome mal dran. Nein, nein, mich täuschst du nicht. Okay, das ist es nicht. Irgendwo hier noch ein Hydrant? Hier irgendwo ist einer. Ah, bin ich doof, ey. Wieso kann ich nicht näher ranzoomen? Muss ich weiter weg sein? Ja, wollen wir ein bisschen weiter weg. Ich hoffe, dass keiner meiner Gefährten dann in meiner Nähe kommt. Hier? Ich muss näher ran. Ich glaube, das ist... Ich muss nicht weiter weg. Ich muss näher ran. Was? Ein Quatsch. Hier irgendwo ist ein stacheliges Schnuckelchen. Mir ist ums Herz so schwer. Vor lauter Arbeit hatte ich ganz aus dem Blick verloren, was mir wirklich wichtig ist. Aber auch das Feuer, das in meinem Herzen für Shinra lodert, lässt sich nicht so leicht löschen. Was soll ich nur tun? Melde dich an der Rezeption, werden wir tun. Ich habe vergessen, wo sie war, aber das schaffen wir schon, die wieder zu finden. Costa del Amor, jetzt im Gange. Wer nicht mitmacht, bleibt alle stumm.
Das müsste. Ja, da ist es. Wie das? Nur ist der Glückskaktor. Da ist eine Melone einfach. Das ist kein Kaktor. Der Rest, das ist eine Gurke. Und was soll das hier sein? Das. Das würde ich auch als Kaktus ansehen, aber nicht als Glückskaktor. Na du, hier. Dann schauen wir mal. Herzlichen Glückwunsch! Der Glückskaktor-Fotowettbewerb wurde erfolgreich abgeschlossen. Dank eurer Hilfe ist ein wenig beinahe vergessene Amore in mein Leben zurückgekehrt. Würde es dir was ausmachen, wenn ich diese Fotos mit den Glückskaktoren auch an meine Familie schicke? Meine Frau und meine Tochter freuen sich bestimmt darüber. Ganz und gar nicht. Wenn ich meiner Familie Freude bereiten will, darf ich nicht nur Trübsal blasen. Oh. Musik. Am Apparat, was kann ich... verzeihen Sie vielmals, bin schon unterwegs. Alles Gute. In welchem Laden? So, was haben wir denn noch an Spielchen? Dann in die Richtung. Glaube ich. Kann ich hier dann? Hallo, moin, tschüss. Ich muss euch. Ah, hier. Seid ihr hier für ein Rendezvous auf Rädern? Dann muss ich euch leider enttäuschen. Für heute sind alle Wheelies vergeben. Ja, was ist mit denen, die da stehen? Blödes. Was machen wir nun, Tifa? Tifa? Etwa die aus Midgar? Aus den Slums? Ja. Die bin ich. Wie bist du denn? Tifa! Du meine Göttin! Mein geliebtes Honigbienchen! Klingt schwer nach Johnny. Stinkt normal, wenn man mich fragt. Jedenfalls ganz anders, als Johnny dich beschrieben hat. Hatte dich mir mehr so als glitzerndes Glamour-Girl im Midgar-Style vorgestellt. Verstehe nicht, warum er dich mir vorzieht. Na hör mal, das war aber ziemlich unhöflich. Ist schon gut. Sowas in der Art habe ich schon häufiger gehört. Bist du da etwa noch stolz drauf? Hey Jenny, trödle hier nicht rum und sammle gefälligst die Wheelies ein. Schrei mich gefälligst nicht an. Mensch, alle lachen hier ständig auf mir rum. Das stimmt doch gar nicht. Weißt du was? Ich kündige. Was? Schon wieder diese Leier. Ihr seid Freunde von Jenny, stimmt's? Jenny? Könnte ich euch vielleicht Jenny und bitten, Johnny. Die Wheelies einzusammeln? Kein Problem, wir übernehmen das. Wheelies sammeln. Man kann mit der Freundlichkeit auch übertreiben. Mag sein, aber ich habe das Gefühl, dass ich Johnny was schulde. Möglicherweise kann ich meine Schuld gegenüber Johnny ein wenig abtragen, wenn ich Jenny helfe. Vielleicht will ich aber auch nur mein Gewissen beruhigen. Bringen wir es schnell hinter uns. Wo sind die denn? Suche die roten, blauen und gelben Wheelies, die ganz in Costa del Sol verschrollt sind und bringe sie zu ihren farblich passenden Parkplätzen zurück. Aber sind das viele? Sind das viele? Hier war ein gelber. Gelbe waren am Strand. Und hier ist kein gelber mehr. Werden die mir auf der Karte irgendwie angezeigt oder so? Was ist denn das Blaue? Naja, das ist Johnnys Gedöns. Muss einfach, glaube ich, suchen nach Wheelies. Wheelies, Wheelies, Wheelies. Da ist ein blauer. Unser heutiges da ist ein roter. Beginnt in Kürze. Wo lässt sich Costa in Windeseile erkunden? Okay, den roten, den blauen Wheelie haben wir da abgestellt. Besitzer eines gültigen Tickets können sich zur Lobby begeben. Da stehen auch 4 von 6.
Beziehungsweise 5 von 6 steht da jetzt. Aussteigen. Absteigen, meine ich. Ist hier irgendwie noch ein Wheelie, der einfach rumsteht? Das ist ein ziemlich modernes Problem, ne? In Großstädten, da lassen die Leute auch immer ihre Mietfahrräder und auch Miet-E-Roller und sowas stehen. Ist auch voll die Sauerei eigentlich. Aber muss halt jeder selber wissen, ne? Wie asozial man selbst ist. Hui! Das zählt noch zu den Kilometern, die ich fahre. Was zum Geier? Die kann ja richtig zupacken. Ja, richtig. Wahrscheinlich hat sie auf diese Weise Johnny um den kleinen Finger gewickelt. Hey Jenny, wie geht's? Wie steht's? Oh, hier. Kann man ja tatsächlich hin. Ich bin ein bisschen hier in die Ecke, in der ich nicht wollte. So, haben wir irgendwo noch ein Wheelie? Da ist so ein Bruder, aus dem ich jetzt mal kurz absteige, weil da ist auch noch ein Blauer und der Blaue ist ein bisschen näher, der blaue Parkplatz ist hier ein bisschen näher als der rote. So. Hier ist auch alles tipptopp. Und obendrein sind die Wheelies so angeordnet, dass man sie sich leicht nehmen kann. Kein Wunder, dass Johnny so scharf auf sie ist. Ich stell die einfach irgendwie hin, meine Freundin, ey. Was hast du für Probleme? Wo sind denn bloß all die Kakteurchen? Okay, nehmen. Kakteurchen. Die ist auch noch auf die Glückskaktus oder wie auch immer die Dinger nochmal hießen, auf die Kaktussuche. Eigentlich wollte ich das nicht, aber als ich den ersten erwischt habe, dann dachte ich, ich muss jetzt alle Töpfe zerstören. Verehrte Turteltäubchen, und was für eine bekloppt redliche Arbeitsmoral. Ist sie. Verstehe ich, was Johnny an der findet. Oh, da habe ich mich ja schön in die Nesseln gesetzt. Wo ist sie? Ah, da hinter dem. Hinter. Hey, Jenny! Der Kiste. Wir haben die Wheelies zurückgebracht. Wieso bist du nur so nett? Ist ja peinlich. Ich denke, ich schlage mir Johnny besser aus dem Kopf. Gegen dich komme ich nie und nimmer an. Hier! Als kleine Wiedergutmachung für all den Ärger. Die zwei Karten sind für euch. Macht's gut. Warte. Eine davon solltest du lieber für dich selbst behalten. Hm? Wirf dich in Schale und verdreh Johnny mal so richtig den Kopf. Johnny und ich sind einfach nur Freunde. Tut mir leid, wenn das falsch rüberkam. Ach ja? Das klang bei ihm aber ganz anders. Du weißt doch, er übertreibt gern. Stimmt auch wieder. Und außerdem hat er ein Talent dafür, Ärger magisch anzuziehen. Deswegen wäre es für mich sehr beruhigend zu wissen, dass jemand auf ihn aufpasst. Ich hab den Wheelie super geparkt. Du willst ihn also zu mir abschieben, was? Nicht doch. Schon gut, ich mach doch noch Spaß. Dann werde ich mal mit ihm ausgehen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich Johnny nach unserem Gespräch nun etwas besser verstehe. Und es spricht ja nichts mehr dagegen, dass ich mein Glück mit ihm versuche. Man sieht sich! Hast du jetzt wirklich gekündigt wegen dem Quatsch, oder war das jetzt... Vielen Dank, dass ihr mit angepackt habt. Gib mir was. Oh, dann nicht. Irgendwo soll noch was mit Klavieren sein. Ich kann die nur mit Wheelies kaputt fahren, die Köpfe. Okay, wahrscheinlich nicht da drin, ne? Sondern. Oder doch? Ah, die ist offen. Oh, das ist Anjan und Madame M. Heute Abend sollte hier eigentlich ein Klavierkonzert stattfinden. Doch leider gibt es da ein kleines Problem. Der vorgesehene Pianist hat nur einen Zettel hinterlassen und sich aus dem Staub gemacht. Ist wohl mit seiner großen Liebe durchgebrannt. Was? Durchgebrannt? Leider bedeutet das aber auch,
dass das Konzert wegen des fehlenden Pianisten abgesagt werden muss. Ah, muss ich das jetzt wirklich spielen? Jetzt verlangt man von uns, dass wir einen Ersatz finden. Wie lachhaft. Hier stoßen selbst wir an unsere Grenzen. Wer könnte denn so kurzfristig einspringen? Tifa. Oh. Sag mal, diese Hände. Diese Finger. In ihnen steckt die Kraft einer Kämpferin. Und doch sind sie gleichzeitig so filigran. Du hast Erfahrung im Klavierspielen, habe ich recht? Ja, schon. Aber ich hatte nur einige wenige Klavierstunden, als ich noch ein Kind war. Für lange Diskussionen haben wir keine Zeit. Du wirst dich jetzt ans Klavier setzen, verstanden? Du weißt schon. Palim, palim. Ah, sie massiert die Hand. Palim, palim. Palim, palim. Palim. Tifa. Ja, ich muss das mit dir nicht spielen. Hallo, bitte du. Bitte helfen Sie uns, das Konzert zu einem Erfolg werden zu lassen. Du allein kannst uns helfen. Nach meiner Handmassage fliegen deine Finger nur so über die Tasten. Okay, dann versuchen wir das mal. Tifa Theme, okay. Ja, geh mit der Klavier, um frei darauf zu spielen oder dich an Liedern zu versuchen, für die du Notenblätter gesammelt hast. Warte, das Minispiel nicht spielen. Konzert geben, ich üb gar nicht. Muss einfach nur den Stick in die richtige Richtung bewegen. Nur. Am richtigen Zeitpunkt die richtigen Stick in die richtige Richtung drücken. Oh, verspielt. Ich bin so scheiße in sowas. Hätte nicht noch den linken Stick dabei. Ich bin so schlecht in sowas. So schlecht in sowas. Tut mir leid. Spielt kein Ding. Und das Lied ist nur zur Hälfte durch. Es ist fast nur ein Stick. Ach, kacke, da falsche Seite habe ich geguckt. Ich habe keine Lust mehr. Auf die linke Seite nicht geguckt. Combo 2, yay. Ich bin richtig scheiße in sowas, tut mir leid. Eine kakophonische Sinfonie voller nie dagewesener Klänge. Wirklich avantgardistisch. Verehrtes Publikum, bitte einen kräftigen Applaus für unsere couragierte Pianistin. Muss ich irgendwas Bestimmtes haben? Was hätten wir nur ohne sie gemacht? Hier ist die Freundschaftskarte, die alle Konzertbesucher erhalten. Und noch ein kleines Andenken. Was die Vergütung für den Auftritt angeht. Da bin ich!
nicht die richtige Ansprechpartnerin. Also wir hätten die Auftrittsgage, meine Vermittlungsgebühr und dann noch den Aufschlag für... Ich habe übrigens von unserem durchgebrannten Pianisten gehört. Es heißt, er und seine Begleitung seien zu einem Ort aufgebrochen, an dem nichts und niemand zwischen ihnen stünde. Deine Darbietung hat also nicht nur dieses Hotel, sondern auch die junge Liebe der beiden gerettet. Okay. Inwiefern? Vielleicht trifft man sich ja eines Tages auf der Bühne vom Honigtöpfchen. Bis dahin, meine reizenden Cupidos der Liebe. Okay. Ich werde so in die Richtung von Dingens gehen. Oder ich mache hier Pause. Ende. Ich wollte zu Johnny. Das können wir nächstes Mal machen. Ich habe keine Lust mehr. Das war heute, ne? Ja, mehr oder weniger heute. Gestern. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss. Bis demnächst.